Wenn Fraps die neue Aufnahme startet, hackt's. Hackt's. Mhm. Es hackt einfach. Es laggt. Fachbegriff. Würde ich nie sagen. Boah, Junge, Pasch ist und mein Schiff ist down. Verliegen Position. So, greife ich mal die Klingonen an und dann Cardassianer und Föderation. Föderation und Cardassianer sind dann hier. Boah, ja, ja, ich helfe dir. Helf mir die Klingonen an. Ich schicke Boku. Es war andere über WLAN. Ja. Über wen? Genau, über den Tisch, über den 3D-Datei. Ja, wir haben gesprochen. Cheater. Cheater Reality. Oh Gott. Wir haben nichts anderes außer die virtuelle Realität. Ja, ja, wir armen. Wir armen Menschen. Hm. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich zerstöre gerade alle klingonischen Warbirds hier. Ach, Lithium kann man gar nicht abbauen. Latium braucht man ja gar nicht. Boah, der hat gesessen. Der auch. Hallo. Ich glaube, seine Waffen sind ausgefallen. Ach so, Energie. Der hat gesessen. Kommt noch ein Destruktorschuss und der ist down. Oh, Föderation greift mit einer Safran-Klasse an. Ich hab Angst. Warte mal kurz. Also ich beende mich die Aufnahme. Ich hol mir nur kurz ein Kissen. Oh nein, Po tut weh. Komm mal wieder. Das Kollektiv wird angegriffen. Stationsbau begonnen. Oh, wieder. Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. Jetzt runterstehen und jetzt fliegt mein Spiel ein bisschen, aber YOLO, Hauptsache mir geht's gut. Ihr wollt ja perfekte Let's Plays hier, ne? Zu Befehl. Weil ich eine Nebula-Klasse assimiliert habe, habe ich jetzt deren Fähigkeiten. Cool. Na, Nebula-Klasse Fähigkeiten. Schilddisruptor, Nebula-Klasse. Wow, Schilddisruptoren. Zu Befehl. Ja. Du, die habe ich jetzt schon, mein Spaß. Oh, was ist denn das? Alter, mit so einem kleinen vulkanischen Schiff. Mit dem ist Bock angekommen im ersten Teil. So ein Schiff habe ich jetzt hier. Im ersten Teil. Gondelt hier einfach rum. Ja. Zerstört. Wieso soll ich ja, so ein Ding assimilieren? Würde ich sagen. Warum? Wir assimilieren nur assimilierwürdige Sachen. So, eine Saffron-Klasse, wie schön. Jetzt habe ich hier alle. Hä, Leute, das hättest du eben sehen müssen. Die Schiffe ziehen sich ja immer so lang, ne? Mach mal volle Energie in die Schiffe, ne? Oh, die Enterprise, ich glaube, ich fliege mal kurz zu. Wir ziehen uns mal kurz noch ein bisschen zurück. Und ich fliege die Enterprise mal kurz selber. Zum Treffpunkt. Die Enterprise, ne? Die, ich glaube, Sulu ist echt besoffen. Na komm. Jetzt da hin.
Spastika. Sag mal, der fliegt in eine ganz andere Richtung. Der dreht, die drehen sich nur so cool. Nein, weißt überhaupt du? Nicht. Weißt du, wie ich das meine? Halt, wenn du jetzt den Kurs angibst, dann dreht er sich einmal, also wendet einmal, obwohl das schon richtig ist. Sollte machen. Lenkt einmal so nach links, weißt du? Nee, nee. Genau. Du willst mich doch nur ärgern. Oh, die Klingonen sind gleich dran, wenn ich endlich irgendwie angreifen würde. Das schenken wir rein. Ja, schicken wir mal einen Kubus rüber. Omega 3. Omega-Sphäre, würde ich sagen. Nee, ich schicke dir gleich einen ganzen Nexus. Oh Gott, wie viele Leute passen da gleich drauf? Das wird es dauern. Mhm. Auf eingeschränktem Niveau bei fast 2000. Captain Niveau, wir sinken. Warte, ich hole schnell meine Nivea. Oh, weg. Oh, es tut weh. 2000 und das eingeschränktes Niveau. Ja. Oh, bei der. Ihr macht ja auch nichts. Du sollst dahin, da, den Spasti da. Brauch auch nicht so viel Verteidigung. Es greift mich keiner mehr an. Ich habe die Romulaner zerstört. Die Föderation kommt immer mal mit ein paar Seven-Klassen, dreht dann auch wieder um. Wegen, ich habe sie auf schwer gestellt. Ich habe die ganz große Hoffnung, dass sie jetzt intelligent spielen und sich einfach zurückhalten. Es ist, will hier die Föderation gerade in Angriff starten. Ja, mach mal. Geh mal auf Antrieb und Waffen, ne? Schläfst du immer noch den Bird of Prey ab? Weiß auch schön. Nee, momentan nicht. Ich muss die Antriebe erst deaktivieren. Und so eine da gibt's so eine Starbase. Hey Leute, der hat sich getarnt, der Junge. Komm her. Mann, du sollst den Bild noch angreifen. Bist du irgendwie bescheuert im Kopf? Nein. Ja, meine ich doch. Ja. Guck mal, Photon-Top wir das haben ihn eben die ganze Zeit. Oh lol. Ich hab grad eine Starbase angegriffen. Mann, Bird of Prey. Kapiert? Da, so. Ich hab hier alle Alter, 5000. Alter, wie schwierig doch. Bei was? Kannst du eigentlich auf die verschiedenen Ehren einstellen? Nein, da gibt's nur hier diese Next Generation Dings. Aber wie gesagt, es gibt hier auch es gibt hier den D7 Kreuzer der Klingonen. Nur unter einem anderen Namen, soweit ich weiß. Alter, wie viel passen hier drauf? Ich glaube, hier ist vorhin 10.000. Okay. Gibt's auch die 17, die erste DNX? Jemals gab? Diese nicht. Ja? Nein, nicht die NX. Das ist doch nicht die erste, die es jemals gab. NCC 1701. Kurz. Ja. Ne, die gibt's hier nie. Sonst gibt's hier sonst nichts da. Sind hier sehr. Ne? Oh, Alter, ich glaube, hier passen 10.000 drauf. Oh, die Cardassianer greifen an. Oh. Wegen, ich hab ja auch eingestellt, dass die auch gegeneinander kämpfen. Also, es kann sein, dass die sich hier gegeneinander, ne? Mhm. Ja. Mhm. Hey, ich wollte nur noch mal erwähnen. Guck, die sagen die ganze Zeit, ich soll kämpfen. Ich ehrenloser Hund, ne? Du ehrenloser Hund, und okay. Ich zerstör gerade alle ihre Schiffe. Ist gut. Ach, scheiß drauf, ich glaube, das reicht jetzt. Fliegen wir mal dahin. Auf zum Bird of Prey, Traktorstein. Nebenbei nochmal die Hülle reparieren. Zerstören! 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 Kada! Boom!
Jetzt habe ich die Klingonen hier vertrieben. Lol. Ist eigentlich das hier auch mal zerstören. Eine starke Romulaner Präsenz. Also man, was labert der für eine Scheiße? Hier ein Außenboss. Stationsbau begonnen. Krabbo. So, jetzt sollte ich aber langsam mal hier. Alter, 5600. Stationsbau begonnen. Außerdem, 5600 beim Burg Kubus ist gar nichts. Das ist bei einer Sphäre vielleicht. Aber bei so, erst recht bei 4 Kubusen so zusammen. Ich glaube, das müssten 1 Million sein. Aber das kann man hier nicht machen. Das ist zu viel. Nein, die Flügel nehmen wir. Stoßdruck. Seid ihr bescheuert? Wir werden uns anpassen. Mann! Schilde und Waffen. Nicht Schilde und Waffen. Schilde und Antrieb. So, 120 Mbit. Ja, und weiß Gott, was das war. Ich kenne das ohne. 1,2 Impuls, ne? Oh. Oh. Assimilation ist nach hinten abgeschlossen. Klingonen sind jetzt ein wenig. Overpowered. Zerstört sie gerade alles? Ja, ich habe die klingonische Sternbasis assimiliert. Na, ich hab die ja erstmal assimiliert. Hast du jetzt Klingonenkreuze? Ja, hier, da gibt's ja auch ne Dings, ne. Ne Mission zu, ne? Mit klingonischen Warp-Dings, ja, die dann. Ja, ja, die letzte Klobe. Was ist denn das? Ja. Ja, die letzte mit Kirk. Ne? Okay, ich habe alles assimiliert. Und dann kommt Picard mit Stargazer. Nee. Ich glaube, ich habe gar nichts zerstört, einfach ja, alles assimiliert. Was bei dir? Das Witzige ist, die Enterprise ist schon schnell. Mit, auch wenn sie zieht, die Warpits kommen überhaupt nicht hinterher. Besetzen Positionen. Alter, ich hab die ganze Einrichtung hier, alle Forschungsstationen, alles assimiliert. Das Witzige ist, guck, die Warpbirds fliegen mit 149 Milliimpuls, ich mit 154. Wer ist wohl schneller? Hm. Oh, da ist noch einer. Aber eigentlich bin ich schneller als der. Alle jetzt mal reparieren. Ja, ich bin mächtiger. Jo, das war... toll. Klingon einfach mal so eingenommen. Ja. So, ich hab's Klingon-Schiff. Aber ich bin noch nicht direkt bei der Links. Das muss ich von allein langsam reparieren. Ja. Nein, nicht abbremsen. Mann. Temperatur 25% noch, okay. Ich hab mal eine Frage. Wenn du noch die vorherigen Schiffe benutzt, ne? Für die erste Mission. Nein. Mit Kirk. Nein. Haben die denn, wurden die, werden die dann mit Schilde modifiziert? Die bleiben. Oh oh. Ja. Oh oh. Oh oh, das wird knapp, das wird knapp. Ja, ich hab's auch geschafft. Enterprise war fast zerstört, da war noch, glaube ich. Ich glaube. Jawohl, geschafft. So, nächste Mission. Ja, speichern. So, die kann ich verkaufen und wir holen uns eine Constitution nochmal. Und eine. Ja, Selbstzerstörung. Obaf ist schlecht eigentlich.
Ich glaube, 23 Türen sollten erstmal reichen, ja? Ne? 23. Super. Ja. Passt. Ja. Und zerstört. Super. Ja, also Klingon habe ich, habe jetzt sogar noch einen Außenposten. Ich werde gleich langsam hier die Außenposten, die ich hier sehe, mit einem Kubus abernten. Muss kurz leise sein. Wir benötigen Regeneration. Aktivieren alle Alkoven. Bestätigt. Begeben uns zum Gitter. Das Kollektiv muss wachsen. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. So. Gut. Okay. Jetzt kann sie wieder reden. Ja, geht dahin. Ah, was muss ich jetzt nochmal machen? Ein. Ich guck mir lieber nochmal die Ziele ein. An. Ach nee, geht da gar nicht. Ah, wir sollen den Bird of Prey schützen, bevor bis er die Tannenteufel hochwirft. Okay. Nein, das... Alter, ich ernt hier alles ab. Bei was? Machen wir. Ja. Gibt's da eigentlich auch Bird of Prey? Jetzt Amara. Nicht mehr. Kannst du gegen die? Ah. Nee, du hast sie zerstört. Bei was? Später werde ich auch gegen dich kämpfen, ne? Achso. Das Legacy werde ich auch gegen die Borg kämpfen. Na, mal gucken. Ich werde sie zerschmettern. Was glaubt der? Digga. So, später so viel Spaß. Ich glaube, du hast wenig Chance gegen mich. Erst recht, wenn ich dann richtig taktisch werde. So richtig. Also so richtig, ja. Stationsbau abgeschlossen. Och, doch nee, lol. Na, eins gegen eins in League of Legends. Was ist das für ein Scheiß? Ja, gut, spiele ich nicht. Kenne ich nicht. Für Stufe 18. Nein, der Bird of Prey wurde zerstört. Ah, nee, doch nicht. Kollektiv muss wachsen. Ja, die Romulaner, die habe ich allesamt assimiliert. Ich tarne mich erstmal. Drei Ziele scannen. Zusätzliche Technologien erworben. Oh, wie die sich hier immer in Position stellen. Ist ja eigentlich. Stationsbau begonnen.